Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, die letzte Wasserabsenkung stand an und damit sind jetzt wieder alle alten Orte zurück und es sind auch wieder neue Orte aufgetaucht. Wahrscheinlich hat man es schon direkt am Anfang erkennen können und zwar befindet sich jetzt hier ein großes Loch. Dazu werde ich euch gleich natürlich alles zeigen und wenn natürlich in Zukunft wieder auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Außerdem, wenn ihr auch generell keine weiteren News mehr verpassen wollt, die ich vielleicht nicht mal auf meinem YouTube-Kanal sage, dann checkt gerne auch meinen Twitter-Account aus. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Außerdem werden wir heute auch live sein und die FNCS zocken. Dementsprechend würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den ganzen Orten, die jetzt aufgetaucht sind. Und als erstes schauen wir uns jetzt mal hier Atlantis an. Die Karte funktioniert leider immer noch nicht im Replay-Modus. Auf jeden Fall befindet sich das hier nördlich von Sweaty Sands und dort ist immer so ein großes Loch frei geworden. Geleakt wurde das ja schon tatsächlich vor Wochen und eigentlich auch schon am Anfang der Season war es ja bekannt, dass dieser Ort reinkommt. Jetzt können wir uns den eben halt endlich auch mal im Game tatsächlich anschauen und zwar befindet sich das Ganze hier eben halt wie gesagt in so einem Loch. An den Seiten befinden sich dann Wasserfälle, die hier runtergehen. Normalerweise bewegen die sich. Ich bin ja eben halt nur auf die Replay-Pause gegangen, deshalb bewegt sich jetzt hier nichts. Auf jeden Fall sehen wir, dass hier unten ganz viele Korallen sind und dann eben halt Häuser aufgetaucht sind, die man tatsächlich vorher so auch nicht erkennen konnte. Und in den ganzen Häusern hier sind tatsächlich ziemlich viele Kisten drauf. Zum Beispiel ist in jedem der Häuser hier auf jeden Fall mindestens mal eine Kiste drin. Das heißt, selbst in den ganzen kleinen Häusern hier ist überall eine Kiste drin, was auf jeden Fall ziemlich nice ist. Genauso hier im großen Gebäude sind, glaube ich, 8 Kisten drin. Hier wirklich auf jeder Seite und in jeder Ecke eigentlich. Und das ist auf jeden Fall wirklich schon ganz schön nicer Landing Spot. Und ich denke mal, der könnte auf jeden Fall ganz beliebt werden. Zudem hat man natürlich auch dann die Möglichkeit hier übers Wasser relativ schnell zu rotieren. Allerdings gibt es glaube ich so ziemlich gar keine Whirlpools mehr. Ich weiß nicht, ob diese hier normalerweise funktioniert. Auf jeden Fall könnte das sein, dass das dann der einzige letztendlich ist. Und natürlich der große Strudel, der hier mal war, der existiert auch nicht mehr. Auf jeden Fall finde ich, dass es echt eine ziemlich nice Stadt ist. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Zusätzlich hat man hier natürlich ganz gut an Metal, was man mitnehmen kann. Ich glaube, diese ganzen Korallen bringen Holz. Ich weiß allerdings nicht ganz genau. Und dann gibt es natürlich extrem viel Stein hier unten. Zusätzlich dazu hat man natürlich hier einen Reboot-Van, der ziemlich gut an der Position tatsächlich gestellt ist. Und zwar gibt es hier eine richtige Mauer drumherum. Das heißt, kann man auch sehr gut rebooten. Deshalb denke ich, wird das auf jeden Fall ein ziemlich beliebter Landing-Spot. Allerdings ist es natürlich nicht nur die einzige Änderung, die jetzt durch diese Wasserabsenkung entstanden ist. Denn wir haben natürlich zusätzlich an den ganzen Stränden jetzt auch zum einen wieder einen vernünftigen Strand. Und dann haben wir natürlich die ganzen Häuser auch wieder komplett freigelegt, wie zum Beispiel diese Häuser. Häuser hier. Diese Insel ist ebenfalls natürlich wieder komplett frei und beispielsweise hier die Yacht, die liegt natürlich immer noch so rum. Allerdings, was viel spannender ist, ist natürlich hier das Raumschiff. Dazu gibt es auch eine Challenge, ein Video dazu wird wahrscheinlich heute auch noch folgen. Deshalb, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Auf jeden Fall können wir da, glaube ich, ein paar gratis EP mitnehmen und es gehört natürlich zur Storyline und so können wir die ganze Story ein bisschen voranbringen und das Ganze kann man eben halt ab heute tatsächlich schon machen. Zusätzlich dazu gibt es ansonsten eben halt an den ganzen Rändern natürlich wieder alle alten Sachen wieder freigeschaltet. Ansonsten aber nichts so Spezielles. Das einzige Besondere, was dann eigentlich jetzt noch durch diese Wasserabsenkung aufgetaucht ist, befindet sich ganz, ganz im Süden der Karte. Und da muss ich jetzt einmal schön weit hinfliegen. Und zwar ist es natürlich bei Slurpy Swamp. Ansonsten war eben halt schon vorher alles freigelegt. Ich könnte euch jetzt auch noch alle anderen Orte an den Kartenrändern zeigen. Ich glaube aber, dass das relativ irrelevant ist, weil dort meistens vielleicht ein Auto rumsteht oder vielleicht ein Boot rumsteht und ich glaube, das ist jetzt nicht so wirklich interessant. Auf jeden Fall das, was wirklich interessant ist, befindet sich hier in der Slurpy Swamp. Dort sieht man es nämlich schon vielleicht von oben und zwar ist das Wasser in Slurpy Swamp tatsächlich gar nicht mehr blau und damit gibt es hier auch kein Slurp mehr. Dadurch könnt ihr euch natürlich auch nicht mehr hier im Wasser heilen. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, wenn ihr euch direkt hier reinstellt, dann könntet ihr vielleicht geheilt werden, aber ansonsten ist das tatsächlich jetzt ein richtiger Swamp, ein richtiger
richtiger Sumpf und kein Slurp-Gewässer mehr. Und dadurch habt ihr immer nur noch die Slurp-Barrels, die hier draufstehen. Und damit wird die Challenge natürlich auch nicht verändert, die wir schon am letzten Donnerstag freigeschaltet hatten, wo wir uns eben halt mit Slurp heilen mussten. Das geht immer noch nur mit den ganzen Slurp-Fässern. Auf jeden Fall relativ interessant, dass hier tatsächlich das Ganze jetzt nur noch aus dieser schlammigen Masse besteht. Ricky Rick besteht allerdings immer noch, das heißt, eine Insel ist immerhin geblieben von insgesamt natürlich den drei Inseln. Ist natürlich ein Bruchteil von dem, was ursprünglich mal da war. Tresor ist hier eben halt immer noch drin, wenn er rendern würde. Auf jeden Fall ist das Ganze hier auf noch komplett normal, ein bisschen wieder nach Süden gerutscht. Normalerweise war es vorher, glaube ich, so ungefähr bis da. Wie gesagt, ein bisschen ist wieder weggerutscht und bei The Flotilla gibt es tatsächlich auch mal eine Änderung. Ich glaube, so ziemlich die erste wirklich große Änderung. Und zwar hat sich das Ganze um 90 Grad gedreht. Vorher war das im Prinzip so ausgerichtet, dass der Helikopterlandeplatz an der Stelle war. Das Gebäude war dort, das dort und das war eben mal dort. Also im Prinzip einmal um 90 Grad einfach gedreht. Wahrscheinlich, damit es hier einfach besser reinpasst. Und jetzt überlappt das eben halt nur mit dieser einen kleinen Insel. Ansonsten ist das eben halt tatsächlich komplett normal geblieben. Hier eigentlich wirklich keine großen Änderungen. Allerdings kann man natürlich hier unten wieder relativ ebenerdig raufgehen auf The Flotilla. Und es gibt, wie gesagt, ansonsten keine Änderungen. Was auch interessant ist, was sich verändert hat, ist hier das Öl, was rausgeflossen ist. Das ist ja, glaube ich, noch immer ursprünglich von Rick Rick. Und hat sich jetzt allerdings immer nicht gedreht, sondern ist immer noch angenehm. Genau der gleichen Stelle. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass sich drehen würde. Anscheinend haben sie sich aber dagegen entschieden und ansonsten gibt es eben halt auch, wie gesagt, wirklich kaum weitere Änderungen mehr. Das sind eigentlich so die größten beiden Sachen. Hier einmal bei Slurpy Swamp und dann eben halt Atlantis, was aufgetaucht ist. Und wie gesagt, ansonsten sind hauptsächlich nur Strände wieder frei geworden. Wir können uns nochmal ganz kurz hier Atlantis und Sweat Sands anschauen. Das natürlich jetzt auch schon seit der letzten Woche, beziehungsweise seit der letzten Wasserabsenkung freigelegt worden ist. Dauert es jetzt auch hier wieder dieser Skatepark komplett frei und natürlich der Strand ist ja auch wieder komplett vom Wasser befreit und die ganzen Dinge, die hier an den Seiten sind, die ganzen Kisten, die dort sind, kann man natürlich auch benutzen und dadurch hat ja tatsächlich diese Ecke eine relativ hohe Lootdichte. Wenn man mal bedenkt, dass man zum einen dort oben natürlich schon Kisten hat, dort sind Kisten drin in The Shark, das jetzt natürlich auch wieder frei ist, gibt es natürlich auch wieder ordentlich Kisten drin. Unter anderem kann man sich beispielsweise auch hier wieder eine Ghost-Verkleidung holen. Das heißt, wenn er da reingeht, bekommt er tatsächlich eine Ghost-Verkleidung und keine Shadow-Verkleidung. Ist, glaube ich, der einzige Ort, wo das tatsächlich möglich ist. Und damit hat man dann eben halt danach auch die Möglichkeit, wenn man beispielsweise hier landet, dass man danach dann nach Atlantis weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie das eben halt wirklich heißt. Zurzeit ist bei mir eben halt noch mit Fragezeichen. Ich war noch nicht in der normalen Runde. Ich denke mal aber, dass es Atlantis heißt. Oder für mich wird es auf jeden Fall immer Atlantis bleiben, weil es einfach wie Atlantis aussieht. Und hier sind auf jeden Fall extrem viele Kisten wirklich drin. Danach kann man hier oben noch Metall farmen und alles. Dementsprechend ein sehr, sehr guter Landing-Spot und eventuell sogar ein Landing-Spot, der für FNCS geeignet ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist natürlich etwas schwierig, das jetzt irgendwie sich zu versuchen, innerhalb von weniger als 3 Stunden anzugewöhnen, hier irgendwie zu landen. Deshalb werde ich es wahrscheinlich heute auf jeden Fall auch noch nicht machen. Ich werde es aber vielleicht schon bis morgen ausprobieren und das waren eigentlich soweit dann auch alle Änderungen, die jetzt mit dieser Wasserabsenkung in Verbindung stehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nachher dann auch im Livestream vorbeischaut. Wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung und dann war es das, wie gesagt, soweit mit diesem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.